So, synchronisiert. Und es geht weiter. Die Sequenz 2 wurde beendet. Und jetzt wird das nächste Gebiet geladen. Wir sehen, wie alles eingesogen wird. Und neu geladen wird. Hier können wir nochmal ein bisschen mit Ezio rumlaufen. So, ja, da wird die Stadt geladen. Toskana, 1476. Okay, und denn, ja, okay, da sind wir. Und wir werden aber noch geladen und jetzt können wir uns wieder bewegen. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Sicheres Geleit. Maria und Claudia zur Villa Auditore und Monteri Gianni Gini und so weiter und so fort begleiten. Ich glaube, ihr habt ein ihr könnt das verstehen, dass ich das falsch ausspreche. Ich bin kein Italiener. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters. Ach, jetzt kommt wieder ein Kampf. So. Wo dir keiner mehr helfen kann. Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester Oh, das war jetzt... Ich konnte nicht kontern. Warum konnte ich denn nicht kontern? Das muss mir jetzt einer... Geht das nicht, wenn ich eine versteckte Klinge habe und die mich mit Fäusten schlagen? Ja, einmal gezeigt, wie es falsch geht. Für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. So, jetzt aber. Was ist nun geschehen? Nee, ich kann nicht kontern. Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Es ist... Also, kleiner Tipp für euch. Man kann... mit der versteckten Klinge dann nicht kontern, oder ich bin zu blöd dazu. Mein Beileid für den Verlust deines Nochmal. Vaters das kann doch nicht sein. Was ist nun geschehen? Es geht nicht. Wo dir keiner mehr helfen kann. Ich habe wunderbare Dinge. Da, jetzt geht es. Ja, wenn ich meine Fäuste raushole. So, jetzt, das kriegt er aber auch alles wieder, was gerade passiert ist. Da muss ich aber auch raufhauen. Verliert ja auch kein Leben. Na los, schlag du mich, dann ist das viel, geht das schneller. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Und wir haben Verstärkung bekommen. Und die nicht zu wenig. Ah, los, wir kontern. Das geht wesentlich schneller. Wir können uns das auch einfacher machen und die uns von hinten angreifen. So, so können wir die denn einen nach dem anderen abgrasen. Oh, unsere Claudia wird angegriffen und ist fast tot. So, der kriegt jetzt noch welche drauf und... Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario. Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg.
Okay, sicheres Geleit ist jetzt synchronisiert. Und wir reden mit Mario. Unserem Onkel. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte. Er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Okay, kleines Taschengeld. Ich meine fast 2000. Ich weiß gar nicht, wie die Währung hier ist. Wir sagen einfach mal 2000 Gold. 2000 F. Die Währung hat bestimmt einen Namen. Ich will aber jetzt synchronisieren. Da müssen wir hier hoch, damit wir schon mal die Villa synchronisiert haben. Darauf, ne? Also, eine kleine Festung, nicht sonderlich groß. Aber ich meine für Privatleute, die Auditore, ist das doch schon mal was. Also, wir haben ein Ziel. Und zwar zum Schmied zu gehen. Und da können wir uns... Oh, ja, da verlieren wir ein bisschen Leben. Und da können wir uns... Können wir einkaufen. Reparieren müssen wir nichts, Rüstung. Wir können uns Lederstiefel kaufen. Dann haben wir mehr Gesundheit und so weiter. Und dürfen uns ein Dolch kaufen. Das sollte es tun. Und kommt bald wieder. Oft. Okay. Und jetzt haben wir hier auch ein Dolch, der so aussieht. Hier gibt es mit dem wir schneller kämpfen. Oder? Als ist noch der Dolch so. Hat jemand meinen Gehilfen gesehen? Er war doch gerade geringfügig. So, jetzt sollen wir zum Medizin kaufen. Apothekenbedarf. Da kaufen wir natürlich gleich alles voll. So. Das war's. Kommt wieder, wenn ihr mich braucht. So wie es aussieht, war es das auch. Oder? Sicher, ich habe, was ihr braucht. Jetzt haben wir alles eingekauft. Genau. Kriegen wir sogar noch Belohnung dafür, dass wir was gekauft haben. Auch nicht schlecht. Dann reden wir mal mit unserem Onkel. Nee, nicht mit unserem Onkel.
Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Okay, aber jetzt. Öffne das Inventar. Wie geht das? Ich wusste gar nicht, dass es... Ich kenne nur dieses Rad, aber ich weiß nicht, ob das das Inventar sein soll. Ob es da irgendwie noch wirklich ein Inventar gibt, glaube ich aber nicht. So, dann reden wir mit unserem Onkel, sonst das hätte ich ja gewusst. Ich meine, ich habe das ja schon gespielt. So. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht natürlich den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Und werden wir da gleich hin teleportiert? Ja, das ist unser Gegner. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, dich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge. Also dachte ich mir, dass du auch seine Kodexseite haben wirst. Kodex? Also ich sag jetzt dazwischen nichts, weil die sind ja die ganze Zeit am Reden. Und ich glaube, das ist ja interessanter. Keine Ausdauer. Ihr solltet mehr üben. Normalerweise benutzt man die, um sie gegen Leute zu schwingen. Achso, aber ich glaube, die sind fertig mit Reden. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sehe sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassin. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Jetzt kämpfen wir gegen Mario. Gegen den Meister. Ja. Bis jetzt. Hat er jetzt noch nicht so viel uns entgegenzuhalten. Obwohl er ja mehr Erfahrung haben sollte. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich. Bei seiner Herkunft. Ja, zu Mario gehen. Und uns na entschuldigen, aber wir dürfen denn wohl doch nicht abreisen. So, er befindet sich bestimmt wieder hier in seinem Zimmer. Oder?
Ja, nee. Da steht jemand an, ne? Onkel!